So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu King Arthur's Knight's Tale, dem wunderbaren Let's Play auf diesem, ja, doch recht vollgeklatschten Kanal. Nein, ach Quatsch, wir sind im Moment dabei, ein bisschen rundenbasierte Strategie zu spielen, haben wahrscheinlich jetzt gerade das Tutorial fertig gespielt. Und werden jetzt in die Welt hier entlassen. Und wir werden uns jetzt mal hier so ein bisschen umschauen und fangen mal beim alten Kloster an. Hallo? Kann ich da hin? Nein. Kreideklippen? Nein. Camelot? Da kann ich hin. Die Festung des einzigen und zukünftigen Königs in Avalon. Das Spiegelbild der ruhmreichen Festung in Britannia wurde von den herrschenden Mächten der mystischen Insel erschaffen. Nur der mächtigste Ritter der Tafelrunde kann sie für sich beanspruchen. Den Segen der Herren hat der Ort lange Zeit beschützt, doch nun liegt er in Trümmern. Du brauchst Ressourcen und Arbeiter, um ihn als Sitz deines zukünftigen Königreichs neu aufzubauen. Okay, wir haben diese Ressourcen offenbar noch nicht. Das alte Kloster kann ich nicht betreten, die Kreideklippen auch nicht, den Heliwick-Saal nicht, Kingstone nicht, aber unter den Ruinen. Is plundered by a marauder knight. Kingstone. What a regal name for a mudhole. Anyway, the village belongs to the throne, and I must teach these brigands a harsh lesson about boundaries. Also, I will need plenty of masons, woodcutters and laborers to restore Camelot to its former glory. Okay, befreie das Dorf von einem Raubritter und lass die verbleibenden Leibeigenen in Camelot arbeiten. Alles klar, Missionsbeginn, let's go. Da sind wir. Sir Key und Sir Mordred, die jetzt hier... Ach, guck mal, hier ist wieder eine Leiche. Ja, Sir Key und Sir Mordred, die jetzt hier wieder ihren Weg gehen und den Wiederaufbau von Camelot. Ach, Sir Balin, den kenne ich doch. Digga, der geht ab. Den will ich haben. Den Bree brauche ich. Für mein Team. Das ist gut, den können wir backstabben, Alter. Naja, damit. Da gibt's einen dicken Backstab. Zing. Der könnte wirklich mehr Damage machen, ne? Und du könntest ruhig mal ein bisschen mehr laufen dürfen, Bro. What the fuck? Okay. Ja, dann kloppen wir ihn jetzt erstmal nieder hier. Mit 14 ist das mal okay. Utsch, das gab eine Rüstung. Boah, Bruder, what the fuck, wie er ihn sofort löscht. Okay, der geht voll ab, den brauchen wir in unserem Team. Jawohl, blocken. Ich kann direkt nochmal angreifen. Ding. Und da geht's nach Hause für dich, mein Lieber. Grüß dich. Sir Mordred. The rumors are true then. You have returned. Sir Balin, ihr verschwendet eure Talente, wie immer. The nearby village is plagued by these brigands, and I must stop them. Okay, ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin aus demselben Grund hier. Ich brauche dieses Land. So you are truly taking King Arthur's place in Camelot, recruiting knight. You should find my brother. He would be a great fit to your dark court. Okay, also wo ist er denn, der Sir Balin, dein? Also, ach, das sind die Brüder Balan und Balin von dem einen, wie hieß er denn gerade nochmal, den wir in der Burg umgeklatscht haben. Na sicher, wo ist er denn? Selfish, wild zealot is busy defending our heirloom at the Bridge of Sorrow. It should have been mine, but he ignored our father's will. Aha, ihr sagt es. Curse upon Balan. Anyway, my late father believed in Arthur's creed that a knight is defined by the deeds, not by the land. Ah, okay. Ich habe euren Vater in Camelot bekämpft und getötet. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Finally, you committed a murder that you should not regret. He became a disgrace to everything he fought for in his life. Death was salvation for him. Was wisst ihr über König Artus? Ich muss ihn finden, oder soll ich sagen,
Es ist meine ritterliche Aufgabe. You are not the only one looking for him. Something terrible happens to Avalon and people need guidance. Ihr könntet recht haben. Wisst ihr, wo er sein könnte? Avalon reached shore beyond the bridge of Sorrows. I would start looking for him there in the Whispering Cove. That's what my father told me and my brother. Anyway. Alright, dann werde ich zur Brücke gehen, sobald wir hier fertig sind. I'll accompany you. Okay, gehen wir. Ach, guck mal, er schließt sich jetzt unserer Gruppe an, weil wir auch vorhaben, dieses Dorf hier zu retten. Das ist ja cool. Ja, dann taken wir das doch mal. Animals. Half of the village is killed and maimed, the other half hiding in the woods. We must stop. Ah, guck mal, hier gibt's wieder einen Fight. Lol. Okay. Is it worth dying for? Kann man hier eine Karte aufrufen? Auf Map? Ah ja, tatsächlich. Ich kann eine Karte aufrufen. Und dann sehe ich, wo ich noch lang ging. Was ist das denn? Lagerfeuer? What? Okay. Ah, das ist actually der einzige Eingang hier zu dem Kampf. Das heißt, wir können nur von hier starten. Right, dann rein da. Gather all you can. The dead won't need anything, will they? These brigands are not even worthy to stand trial. We shall kill them all. Still a good old Balan, protector of the weak. Spare me the cynicism. You are here for the same reason as I am, to save these people. Auf jeden. Yes. I need them to work the fields, see? You are a disgrace to everything the Round Table stood for. Maybe this land needs my Round Table to survive. Ah, guck mal, jetzt dürfen wir uns hier in dem grünen Bereich ausbreiten. Da sehe ich einen Bogenschützen, da sehe ich einen Bogenschützen. Haben wir noch einen anderen grünen Bereich? Ne, ist der einzige, ne? Ja, ist der einzige. Alright, also wir haben 1, 2, 3 Bogenschützen. Die müssen wir auf jeden Fall relativ zügig fronten. Das heißt, Sir Balan. Kann der denn eigentlich alles? 100% Waffenschaden und 15% Rüstungsdurchbruch und 150% Waffenschaden. Hat hier einer Rüstung? Nein, Rüstung hat hier keiner. Das sieht man immer dann schön über diesen... Das hier, das ist Rüstung. Das heißt, wir schicken den Balan einmal hier durch und lassen den mal aufräumen. Mr. Balan. So, Mordred startet hier zusammen mit Sir Key. Wir räumen in der Mitte auf. Alright, let's go. Zack. Ja, das wird sogar ein Backstep hier. Rein da in den Backstep. Könnte wirklich mehr Schaden machen für seinen Backstep, ne? Das ist ja wirklich lächerlich. Ja, kommt wahrscheinlich aber noch. So, wenn ich hier in steppe, kann ich nicht mehr schlagen. Das heißt, ich werde jetzt hier hingehen und eine Wacht machen. Sobald einer vor mich kommt, sofort auf die Fresse. Ja, oder wir machen es halt einfach so. Schießen zweimal, ne? So geht's natürlich auch. Okay. Ich weiß, dass der Key. Ja, okay, der hat nur Sonnenangriff, ne? Das ist natürlich nicht gut. Zack, eins. Zack, zwei. Einmal das AP sammeln. Und Sir Key kommt hier hin und attackiert den Kollegen. Bam. So, mit dir sprinte ich jetzt mal. Sir Balan. Denn du wirst mir jetzt gleich diesen netten Bogenschützen hier ausnocken. Das macht keinen Schaden, obwohl ich einen. Ui, wer bist du denn? Hello? Okay, danke. Lady Dindrain. Alright. Da, warum auch nicht? Da mal eins. Den Rest hebst du dir auf. Du hebst dir auch was auf. Und ja, das ist ein One-Hit. Oh Gott. Alter, der geht voll ab, dieser Balan. Den müssen wir unbedingt, mitnehmen. You really don't have to thank me. Oh, eine Dame mit Bogen. Ich könnte jemanden wie euch gebrauchen. I'm Lady Dindrain, the Lord's chosen, seeker of the Holy Grail. Ist nicht schon genug Narren, die nach dem Gral suchen? I wish I had thought of that earlier.
Wo sind denn die Gralsritter? Ihr müsst sie gut kennen. Yes, you can say so. Percival is my brother. A bright light in the encroaching darkness. Fighting his battles where I can't reach him. Und Galahad? Galahad is... Galahad. Well, trust me when I say that he is truly lost. No, I'm alone in my holy quest. It is my trial by fire. Okay, erzählt mir nicht, dass ihr mit diesem Bruchbuden nach dem Gral sucht. I'm looking for redemption in this hellhole, Dread Knight. Indem ihr Ungeziefer wie dieses jagt? No, sir. I'm hunting down their leader. The Marauder Knight hiding in a ruined tower. Na guck mal, dann haben wir das gleiche Ziel. The Lord sent you then. I'm always glad to have some walking shields around me. Let's go. Okay, Lady Dindrain. Ich bin sehr glücklich darüber, einen Bogenschützen dabei zu haben. Die sind in solchen Spielen immer ein absoluter Gamechanger. Eine Kiste. Sehr schön. I'll take it. Rune für Fernkampf und Tränke. Was haben wir denn da? Während des Kampfes kannst du verschiedene Tränke mit deinen Helden benutzen, wenn sie diese im Inventar haben. Mit Tränken kannst du dich selbst heilen, deine Rüstung oder sogar Aktionspunkte auffüllen. Einen Trank zu benutzen kostet 1 AP. Okay. Das war so relativ günstig, ne? Holy place. Oh, wait, what? Warte mal. Hier geht's aber irgendwo hin. Ich geh erstmal hier hin. Oh, perfekt. Okay, gegnerischer einer. Das kaufe ich euch irgendwie nicht ab. Naja, da war noch viel, viel mehr. Schon der zweite. Ach, da sind die nächsten nämlich schon. Okay, Sir Key läuft auch mal nach vorne. Und, nee, Lady Dundrain nicht. Die kann aber theoretisch hier nochmal schießen. Ding. Lol, die hat den ge-one-hitted. Aus der Entfernung. Ich sag ja, diese Bogenschützen sind immer sowas von fucking worth. Alright, let's go. Ja, das war klar, dass der den Bogenschützen fokust. Alles andere wäre auch komplett dulli. Die gehen immer komplett ab, diese Bogenschützen. Okay. Hau rein, Mr. Plünderer. Okay, das würde einen Gelegenheitsangriff triggern. Das auch. Okay, das heißt, der muss weg. Es hat nur noch die Aktionspunkte, ne? Gib ihm. Sing. Okay, das hat mich dieses Mal tatsächlich nicht gewonnen hätte, aber ich darf ja nochmal schießen. Sing. Sehr gut. Du legst was zurück. Und die kommen ja sowieso zu mir. Warum also stressen? So. Setz mal mit dir dahin. Und dann. Bam! Und Knockout. Easy peasy, nämlich. Was ist das Ding? Ey, 25 Gold. Okay, die haben wir gerettet. Sollen wir mal. Ich muss sogar nochmal mit ihr reden. Ach, natürlich. Sehr gerne doch. Was haben wir denn hier überhaupt gekriegt? Machst du denn? Ein Schrein. Oh, warte mal. Steht doch noch was. Schreine gewähren einen von dir ausgewählten Helden einen zufälligen, positiven oder negativen Effekt. Helden mit genügend Zauberkraft auf der Charakterseite zu sein, können den genauen Effekt von Schreinen enthüllen. Okay. Das mit deiner Zauberkraft enthüllt, dass der Schrein folgende Macht entfesseln wird. LP-Heilung. Wir haben, nur du hast ein bisschen LP gekriegt, ne? Dann benutze ich das doch direkt mal auf Lady Dindrain oder wie Dindrain. Lady Dindrain. Ich muss mir das. Dindrain, mein Gott, ich muss mir den Namen sofort merken. Das ist. In the old days you raised the towers of mad wizards and crushed the champions of the she.
And now you are trying to save some dirt poor villagers. How profoundly annoying it shall be for you. Ist das Freund oder Feind? Lady vom See. Einmal Map aufrufen. Okay, wir laufen in die richtige Richtung. Naja, gut, das. Auch noch was. Was denn dann? Ein Trank! Sehr gut, I'll take it. Rastplatz. Überall auf der Karte kannst du Rastplätze auf Rastplätze stoßen. Deine Helden können diese Gelegenheit nutzen, um Lebenspunkte oder Rüstung wieder zu erlangen. Okay. Ach, guck mal, jetzt kann ich mir das aussuchen. Entweder kriegen wir jetzt Rüstung zurück. Wir haben tatsächlich ein bisschen Rüstung passiert, ne? Und lass uns doch Rüstung zurückholen. Stellt 75% der verlorenen Rüstung aller Helden wieder her. Stellt 75% der LP aller Helden wieder her. Dann nehmen wir die Rüstung. Resting is over. Jawohl. So, nehmen wir das doch. Zerstörter Bergfried. So, wo gibt's denn jetzt hier nochmal Action? Jetzt gibt's nochmal Action. Ach du Scheiße, da sehe ich doch schon. This is where the Lord of the Vermin is hiding. Let's cleanse this hovel once and for all. Okay. Ach, guck mal, jetzt können wir hier wieder Kampfspots ausfindig machen. Also wir können von hier starten. Können von vorne direkt starten. Oder von hier starten. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir von vorne starten. Wenn wir uns das mal so angucken. Hier sind Gegner. Wir hätten vorher noch einmal gucken sollen. Jetzt können wir gucken. Alter. Okay, dann setzen wir uns mal einmal auf. Gucken uns das hier mal ganz in Frieden an. Also, Sir Mordred, ja, der startet, denke ich mal, startet der hier oder startet der da? Plünderer, marodierter Ritter. Ich bin tatsächlich, glaube ich, dafür, dass wir die Bogenschützen von hier aus starten lassen, oder? I serve the Lord. So. Bogenschützen fängt von hier an. Die kann direkt ballern auf den und auf den. Direkt Gas geben. Ja, klar, der Ritter, also Sir Mordred. Da denke ich mal von hier. Da kann der nämlich direkt mit einem Backstep hier an den Plünderer dran. Kann nur auf ihn dann aufpassen. Und die beiden starten. Die beiden können wir dann von hier starten lassen, oder? Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Ich glaube, das ist ein Plan. Let's go. Also, Sir Mordred, dann geht mal Gummi. Mit dir gehen wir nämlich direkt mal in den Backstep. Zack. Rückenstich. Easy nämlich. So, mein Lieber. Ja, den attackieren wir direkt, oder? Hätte ich mal gesagt gehabt. Dann gehen wir direkt einfach auf den Dötz. Genauso mit dir auch. Ich gehe mal davon aus, die beiden kriegen das hier eigentlich ganz gut hin. Ich schieße zuerst auf den Bogenschützen. Bitte One-Hit? Dammit! Okay, dann Er blutet! Wie praktisch ist das denn? Der blutet! Ja, sicherlich! Okay, die sind fleißig hier am Schießen. Ich hätte... Er gibt... Alter, er hat sich Big-Rüstung verpasst. Ach du Scheiße. Okay, das tut weh. Ich weiß nicht, ob wir das hier vielleicht nicht sogar falsch gemacht haben. Also, Sir Mordred. Gib ihm auf die Schnauze und ihm auch, bitte. Ey, du hättest ihn ruhig mal one-hitten können, jo. Ich kann das nutzen, Verwundbarkeit. Dann kann ich ihn verwundbar machen vielleicht. Jetzt müsste er ja eigentlich durch alle... Würde 4 AP kosten, das jetzt noch zu machen. Okay, dann legen wir die 2 AP zurück. Okay. Kann ich auf dich feuern? Ich kann nicht auf dich feuern. Da steht echt... Eieiei. Okay, ich kann aber auf... Wenn ich hier hinlaufe, kann ich auf den da hinten feuern, aber der... Nee, das klappt nicht so gut, ne? Hier aus könnte ich mehr feuern. Oder kann ich nur einmal schießen? Was nämlich das denn? 4? Weil, ja gut, ich kann auch so nur einmal schießen, ne? Da können wir besser noch hier hinmoven und ein besseres Schussfeld. Und bitte one-hit ihn! Ja! Du bist es doch! Right. Oh, der kriegt ordentlich aufs Maul hier gerade.
Den kloppen wir mal klein und dann steppen wir mal hier rüber. Wir holen uns nämlich als nächstes den Bogenschützen. Gib ihm. Warte mal. Quatsch. Rüstungsdurchbruch. Das nehmen wir. Bam! Rein in die Rüstung. So, das werden wir gleich versuchen, mit der Bogenschützin rauszunehmen. Jawohl. Der stirbt nächste Runde, ne? Sehr gut. Na dann. Feuer frei auf den Plünderer. Einmal. Ach, laber, der ist sogar tot. Okay. Mach mal Wachposten. Mach mal Wachposten. Nicht, dass wir hier irgendwelche doofen Überraschungen erleben. Okay, er macht einen Abgang. Ich werde mich aber auf jeden Fall hier an den dran sticken. Oh, genau. Ich werde mich aber lieber mal hier hinstellen, dass er mich nicht direkt attackieren kann. Gleiches gilt natürlich auch für dich. Du gehst mal dahin. Dann legst du deine Dinger mal zurück und du kannst hier von nirgendwo auf den schießen. Das ist ja eine Frechheit. Dann lauf mal dahin. Erstmal nochmal dran. Okay, er schießt. Ja, okay, aber das war es ja dann jetzt für dich. Voll! Voll geklatscht, Alter. Was ist jetzt los? Seid vorsichtig mit eurem Lob. Es ist mir unangenehm. Camelot is in danger. Not from these marauders, but the creatures of darkness beyond the Bridge of Sorrow. Ihr meint die Brücke eurer Vorfahren, ne? Balin is standing guard in the bridge fort, holding back the tides at midnight. Okay, das klingt ja beinahe wie ein Lob. There has been bad blood between us. He is cruel and arrogant, a savage in battle. But even Balin will fall if you don't help him out. Okay, und was mit euch? I have fulfilled my oath. If you decide to march to the bridge now, I will meet you there. Okay, sehen wir uns an der Brücke. Na schön. Beendete Mission. Wenn du alle Hauptziele eines Level erfüllt hast, kannst du die Mission über die Schaltfläche Mission beenden, oben rechts beenden, oder du kannst den Rest der Karte erkunden, bevor du sie verlässt. Ja. Das werden wir jetzt auch tun, denn hier ist nämlich noch eine Kiste, die ich zum Beispiel ganz gern hätte. Und hier ist nämlich auch noch eine Kiste, die ich gern hätte. Und dann kann ich jetzt einmal auf die Map gucken, aber so wie es aussieht, haben wir uns alles angeschaut. Das heißt, wir können die Mission beenden. Let's go! Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich müsste ja eigentlich nochmal... Kann ich nochmal leveln? Nur die Lady Dindrain kann ich nochmal leveln, alles andere noch nicht. Und oh Alter, ich krieg 569 Gold. Krass. Der Raubritter von Kingstone ist Geschichte. Sein Schicksal könnte als Beispiel für alle dienen, die es wagen, sich dem Willen von Camelot zu widersetzen. Seine Vasallen und ein ruiniertes Dorf bleiben zurück. Zudem traf ich einen weiteren Ritter. Sir Balan sagte mir, dass die Dunkelheit, die sich über Avalon ergießt, über die Trauerbrücke kommt. Ich muss mich dorthin begeben. Cool. Wiedergeborenes Camelot. Jeder Herrscher braucht eine Burg und ich wusste von Anfang an, dass ich dieses Reich von Camelot aus regieren werde. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Wir haben die Ressourcen und die Arbeiter versammelt, um diese majestätische Ruine neu aufzubauen. Camelot wird ein helles Licht in die zunehmende Dunkelheit von Avalon strahlen. Jawohl, bauen wir das wieder auf. Ach, cool. Lady Dindrain ist dem Hof beigetreten. Krass. Okay, die hat auch zwei Fähigkeitspunkte. Ich finde diese Fähigkeit sehr cool. Der Waffenschaden durch Schießen wird erhöht. Erhöht sich um 20% gegen Einheiten, die mit Brand oder Gift belegt sind. Meiner, das ist ja cool. Mit Brand legt Einheiten erhalten pro Zug ein AP weniger. Was ist das denn? Giftpfeil. Ja, das ist klar. Wir sollten aber tatsächlich das erst wählen, dass wir noch einen weiteren Schuss quasi haben. Ach guck mal, wir haben jetzt hier auch Rune des Schützen. Fernkampfschaden.
Das ist das derjenige, der macht, die ähnlich viel Schaden wie bei mir. Und aber 5 mehr Rüstungsdurchdringung. Das ist eigentlich gut. Plus 2 Schaden beim Angreifen von hinten aus der Deckung. Oder plus 2 Giftschaden. Mehr Rüstungsdurchdringung oder mehr Giftdamage? Also Giftschaden ist auch nicht bad, ne? Wenn wir. Gift geht ja sowieso durch die Rüstung durch, ne? Naja. Er leidet zu Beginn und er macht sogar weniger Schaden. Ich glaube, wir sollten für den Giftdamage hier auf jeden Fall gehen. Ach so, ich krieg gar keinen neuen Bogen. Es sind nur so Runen. Aha. Ihr kleinen Trickser. So kann man sich natürlich auch einfach machen. So braucht man keine neuen Waffen animieren, ne? Was ist das denn? Das kann die nicht tragen. Halt. Was haben wir denn hier? Plus 2 Schaden für Feuerpfeil. Das klingt eigentlich brauchbar, das Taken. Was haben wir denn hier? Plus 2 Schaden durch Brand ist auch sinnvoll. Du bist die Einzige, die Brand macht im Moment, ne? Passt das doch. Plus noch ein Heiltrank. Boah, ich glaube, die gebe ich lieber den Nahkämpfern. Ja, ich glaube, das gebe ich lieber den Nahkämpfern. Was habe ich denn hier noch für dich? Gar nichts. Du kannst nichts davon tragen. Halt. Aber das könntest du tragen. Mehr Rüstung. Ja, das klingt gut. Also mehr Lebenspunkte meine ich, sorry, nicht mehr Rüstung. Und das macht plus 2 Schaden gegen niedergeschmetterte Einheiten. Ich habe noch nicht ganz, ich weiß noch nicht so genau, was niederschmettern bedeutet. Aber das gibt auch hiervon welche. Lebenskraft. Das Erleiden von Lebenskraftschaden kann zu langwierigen Verletzungen und schließlich zum Tod führen. Lebenskraft wird nach Mission nicht wiederhergestellt. Lebenspunkte. Ach so, das sind meine Health Points und erst danach kriege ich Lebenskraftschaden. Und wenn der weg ist, dann bin ich actually tot. Okay, Rüstung ist klar. Wird und Aktion. Ja, okay, verstehe. Hab verstanden. Okay, alles klar. Gar nicht so schwierig. Was haben wir denn da? Moral, neutral und Eigenschaften. Schneller Stoffwechsel. Rückgehalt von 20% der maximalen Lebenskraft. Nach Missionen. Ach krass, ich lade also doch nach Missionen. Also er lädt nach Missionen Lebenskraft auf. Okay. Erhöht nach Ernennung zum Meister der Waffen auf dem Übungsplatz die physische Schwächung aller Helden um 1%. Was? Okay. Und Trophäe der Wut. Das kann ich tatsächlich nicht ausrüsten, aber er könnte das ausrüsten. Krass, okay. Der hat auch hier wieder 2 Waffentalismane. Was haben wir denn da? Rune der tiefen Wunden. Also plus 2 Schaden durch Bluten. Da du mein Blutungsboy bist, ist das eigentlich theoretisch schon wieder deine... Aber der würde mehr Rüstungsdurchdringung machen, ne? 20 hat das schon echt fucking viel. Aber du bist mein Blutungsboy, also kriegst du die Blutungsrune. Ja, die ist genauso wie dein, also kannst du das auch direkt behalten. Und plus 2 Schaden... Für 2 Züge für jeden Kill. Ach krass, okay, ich krieg mehr Damage, wenn ich mehr Schaden mache. Okay, das ergibt Sinn. Ich gebe dir noch einen zweiten Healpot, genauso wie dir. Ich glaube, ihr braucht das dringender als meine Bogenschützin. Hoffe ich. Und jetzt haben wir hier noch Gebäuderessourcen und Gold. Okay, Schmiede. Dafür brauche ich einen Händler. Okay. Der Händler, dafür brauche ich das Hospiz. Okay. Hospiz, dafür brauche ich gar nichts. Dann bauen wir das doch direkt mal. Avalon kann ein unbarmherziger Ort sein. Deine verwundeten Helden brauchen Zeit für Pflege, um sich für die nächste ritterliche Aufgabe zu erholen. Das Hospiz mit seinen bequemen Betten und fähigen Heilern ist der richtige Ort dafür. Alles klar, rein da. Ach du Scheiße, okay. Im Moment hast du nur einen Behandlungsplatz. Auf dem du deine Helden heilen kannst. Die Behandlung braucht Zeit und du kannst deinen Helden während dieser Zeit nicht benutzen. Die Erholungszeit wird nach jeder abgeschlossenen Mission um 1 reduziert. Okay. Verbesserungen. Hier kannst du dieses Gebäude umbauen und seine Möglichkeiten erweitern. Verbessere das Gebäude, um 3 zusätzliche Behandlungsplätze freizuschalten, damit du mehr Helden gleichzeitig billiger und schneller heilen kannst. Gebäudetitel. Du kannst diesen Titel einem Helden aus deiner Heldenliste zuweisen. Ein Gebäude mit zugewiesenem Anführer erhält zusätzliche Vorteile.
bestimmte Heldeneigenschaften können sich auf einen Titel auswirken, also achte darauf. Ein Held kann nur einen Titel zur gleichen Zeit besitzen. Ach so, krass. Erholungskosten für Lebenskraft werden durch die schnelle Behandlung 10% verringert. Okay, wer passt denn da rein? Kann man das irgendwie sehen? Nee, ne? Ausbilder? Ja, du willst auf dem Übungsplatz sein, so wie ich das erkenne, ne? Erhöht nach Ernennung zum Meister der Waffen auf dem Übungsplatz die physische Schwächungsresistenz aller Helden um 1%. Du, starkköpfig, minus Loyalität bei Teilnahme an einer Mission ohne Lebenskraft, ehrgeizig. 50% Loyalität durch Hoftitel. Erlernen einer Fähigkeit kostet einen Fähigkeitspunkt für diesen Helden. Eine aktive Fähigkeit. Okay, krass. Und du? Bündnis, ein Loyalität nach jedem weiteren christlichen Helden an der Tafelrunde. Heilung von Verletzungen kostet diesen Helden 50% weniger Gold. Erhöht nach Ernennung zum Malteser-Ritter im Hospiz die Heilung durch Heilkräuter um 4% für alle Helden. Ah, du willst also ins Hospiz. Das ist in Ordnung, das kannst du haben. Hier, bitteschön. Da haben wir noch den ersten schon mal Zauberturm. Okay, den kann ich mir nicht leisten. Kommt wahrscheinlich dann noch. Gruft, was haben wir hier? Willkommen in der Gruft, die Ruhestätte deiner im Kampf gefallenen Helden, die zu Staub zerfallen sind. Wähle ihre Grabsteine aus, um ihnen die Ehre zu erweisen und dich daran zu erinnern, wie ihre Heldentat bei deiner Suche geholfen haben. Ja gut, im Moment ist noch keiner tot, ne? Also kommt das noch. Die Tafelrunde. Willkommen bei der Tafelrunde. Dies ist der legendäre Versammlungsort der edlen Ritter von Camelot, der Sitz des Monarchen von Avalon. Du kannst Gesetze verabschieden, Verordnungen erlassen und Helden zum Ritter schlagen, aber zuerst musst du deine Funktion freischalten. Heldenanwärter. Hier warten Helden, die sich nicht in der aktiven Liste befinden. Du kannst Helden von hier aus hinzufügen, wenn in deiner Heldenliste noch Plätze frei sind. Die Heldenanwärter steigen automatisch auf, sind jedoch immer 3 Stufen hinter dem Helden mit der höchsten Stufe. Verbessere die Tafelrunde, um deine Heldenliste zu erweitern und weitere Helden in deine aktive Liste aufzunehmen. Okay, also könnte ich den jetzt hier rüberziehen oder was? Ne, das geht nicht. Aber ich habe auch noch 3 Plätze. Nicht so viele Leute mitnehmen in den Kampf? Also das sind ja dann 3, 6, 9, 12 Ritter, die ich mit in die Kämpfe nehmen kann. Ach du Scheiße, hör mal doch mal auf. Schalte 2 weitere Heldenplätze frei. Schaltet den Gesetzereiter frei. Okay, das kann ich mir aber beides im Moment nicht leisten. Kathedrale kann ich nicht bauen. Händler. Den kann ich noch bauen. Ein Händler ist gut, den nehmen wir auch mit. Oh, direkt den Händler mit auf. Verbesserungen. Hier kannst du den Händler umbauen und seine Möglichkeiten erweitern. Mehr Artikel, schnellere Auffrischung, billigere Ware und bessere Ware. Okay, cool. Im Moment hat er eine verfluchte Einheit, aber habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht so häufig getroffen, ne? Würde mehr Rüstungsdurchdringung geben, ein bisschen mehr Schaden. Machen Rückenstiche, verursachen garantiert maximalen Schaden. Plus 2 Schaden für Rückenstiche. Auf jeden Fall immer noch alles besser als das hier, ne? Plus 2 LP. I don't know. Sollen wir dafür gehen einfach? 5 bis 9, aber dafür mehr Rüstungsdurchdringung. 125, ne? Gut, das kann ich nicht tragen. Nur Streiter, oder? Warte mal. Ne, das war schlechter als das, was ich habe. Und das auch, ne? Alright. Dann können wir das ja verkaufen. Und das auch. Waren wir uns hier einig, dass wir... Ja, da waren wir uns auch einig, dass wir hier nicht den Giftschaden nehmen, ne? Wobei, ich habe jetzt gerade geskillt, dass ich Giftschaden machen kann. Vielleicht ist das doch eine Idee. Das eher zu taken mit dem... Will das haben? Jawohl. Genau. Das weg. Das auch weg. Das war auch Quatsch, ne? Das war für ihn hier. Oder war das auch für ihn? Das ging ja auch für ihn. Aber ist schlechter. Das ist das gleiche, was ich habe. Okay.
Ja, wir haben jetzt noch das hier. Das ist natürlich Quatsch, weil wir wenig bis gar keinen verfluchten Gegner bisher hatten. Ne? Ich würde mich vielleicht sogar hierfür entscheiden und das einfach mal kaufen. Und den dann auch wieder verticken. Was haben wir hier noch? Bigness Rüstung. Plus eine Rüstung, plus 3 LP. Also dafür haben wir eigentlich fast gar kein Geld, ne? Wir haben ihn hier jetzt. Hier haben wir auch noch nichts gegeben, aber für die habe ich auch gar nichts. Ihm könnte ich noch eine Rüstung kaufen. Die wäre krass. Aber da habe ich 2 AP weniger dann, ne? Da auch. Die würde schon abgehen, ne? Ich meine, Look, Alter, die würde abgehen. 550. Plus eine Rüstung, plus 3 LP. Kaufen die, auch wenn die teuer ist. Ich kaufe ihm die. Let's fucking go. Jetzt sind wir zwar völlig broke, quasi. Aber wir kaufen das. Okay. Ja, Übungsplatz kann ich nicht bauen. Dafür fehlen mir Gebäuderessourcen und Geld. Und die Schmiede, gleiches Problem. Aber, liebe Freunde, wie es hier weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play King Arthur Knight's Tale. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.